Sitrep von Bohemia Interactive zu sehen. Es gibt eine neue Karte, also einen neuen Mod, den Umsung-Mod für Arma 3. Das Ganze ist ein Vietnam-Mod. Und ja, man schon sieht, der Dschungel ist auf jeden Fall mehr als gut gelungen. Es gibt auch extra Einheiten dafür. Schauen wir uns mal momentan allerdings nur von den US Marines. Da gibt es auch ganz schön für eine Vielfalt in den Details. Die sehen auch alle ein klein bisschen anders aus. Es gibt die originalen Waffen, die diese Marines dann auch verwenden, diese auch im Vietnamkrieg nun mal benutzt wurden. Es gibt auch die Helikopter und so weiter und so fort. Am besten erhält man allerdings die Ergebnisse, wenn man dann noch ein, zwei andere Fahrzeugmods eben mit da reinnimmt für die ganzen Fahrzeuge. Was ich hier zeigen will, ist ein kleines Gefecht. Leider ist der Vietcom als Einheit noch nicht dabei, deswegen muss wieder mal die Seaside das Bösewicht erhalten. Wo habe ich das Ganze? Genau. Diese Marines bekommen jetzt den Befehl, in dieses wunderschöne kleine Dorf hier vorzurücken. Ah, das tut, das freut mich. Und die Seaside-Soldaten, die wir hier platziert haben, haben jetzt die Aufgabe, eben diese Sektion hier zu bewachen. Lange sollte es jetzt nicht mehr dauern. Ah, da kommen wir auch schon. Man kann sich das Ganze natürlich jetzt auch mal ansehen. Ich versuche jetzt mal ein Zivilisten hier reinzuspawnen und gucken wir mal, wie lange der jetzt de facto überlebt. So sieht das Ganze dann übrigens aus. Der Ego aus. Der Dschungel ist schon verdammt geil geworden. Ein sehr schönes Flair hier. Und da geht's auch los. Dörfchen hier gibt übrigens jede Menge. Noch alle hier. Das Ganze auch schon, wenn man hier das Wasser entlang geht. Sieht schon ziemlich beeindruckend aus, wie die gute alte Arma-Technik.
Was man auch sagen muss, da gibt es noch etliche Probleme mit den Details der Einheiten. Jetzt hier sieht man die Waffe schon sehr detailarm. Das grundsätzliche Spielgefühl ist das natürlich trotzdem noch vollkommen ausreichend. Changing mags! We lost one! Copy, I'm on him. Zack. Hostile down! Ja, also man sieht, Vegetation, wenn man jetzt rauszoomt, wird natürlich ziemlich hässlich. Aber im tatsächlichen Spielbetrieb sieht man das Ganze sowieso eher aus dieser Perspektive. Und da finde ich, macht das Ganze schon echt eine Menge Spaß. Es sieht ziemlich geil aus und ich denke, dass ich das ein oder andere Event doch nochmal starten. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Kann man mit dem. Und wenn man hier die Waffen ausgibt. Das ist auch noch eine Alpha-Version der Karte, ne? Also wenn das jetzt nicht geht. Dann sagt, oh, es geht, verrückt. Das Ganze ist auch gar nicht mal so klein, wenn man sich das Ganze ansieht. Hier kommen auf jeden Fall die Leute, die der Meinung waren, es gibt zu wenig Wald auf Altes, voll auf ihre Kosten. Irgendwo soll es auch mal eine Brücke geben, die ein oder andere. Vielleicht sind es sie. Hier zum Beispiel. Auf jeden Fall noch eine weitere. Das ist eine relativ kleine.
sieht auf jeden Fall schon alles sehr, 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 sehr vielversprechend. Das kann man schöne, schöne, viele Sachen machen. Na gut, wie dem auch sei. Man sieht auf jeden Fall das Ganze schon echt ziemlich, ziemlich nice gemacht. Ziemlich hässliches Gelände auch, um zu kämpfen.